In den vergangenen Jahren zog sich Corinna Schumacher, 55, immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Nur selten besucht die Ehefrau von Michael Schumacher, 55, öffentliche Veranstaltungen. Nun zeigt Corinna sich gemeinsam mit ihrem Sohn Mick, 25, beim Großen Preis von Österreich. Auf den Fotos macht die 55-Jährige einen glücklichen Eindruck. Lächelnd läuft sie neben ihrem Sohn her. Mick, der als Reservefahrer für das Mercedes-AMG-Team vor Ort ist, zieht hingegen eine eher ernste Miene. Auch das Outfit von Corinna kann sich sehen lassen. Die zweifache Mutter trägt einen beigefarbenen Blazer, zu dem sie ein helles Oberteil und eine blaue Jeans kombiniert. Eine Schultertasche von dem Modelabel Prada, diverser Schmuck sowie ein paar Sneaker runden den Look perfekt ab. Ihre Haare trug Corinna offen und betonte ihren Mund durch einen roten Lippenstift. Seit Michaels Skiunfall im Jahr 2013 schirmt Corinna sich und ihre Familie so gut es geht von der Öffentlichkeit ab. Über den Gesundheitszustand des ehemaligen Rennfahrers ist kaum etwas bekannt. Besuch sollen die Schumachers nur selten empfangen. Nur wenige Leute dürfen ihn besuchen. Corinna entscheidet, wer ihn sehen darf, verriet Michaels früherer Ferrari-Kollege Luca Badoa gegenüber The Sun. Die Familie möchte eine gewisse Geheimhaltung wahren, und ich respektiere ihren Willen. Sie tun dies alles zum Wohle von Michael, führte der 53-Jährige weiter aus.